Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks. Zusammen mit eurem Rio und dem Karamba als Gast. Hallo. Hallo. Ja. Von mir aus können wir dann eigentlich schon loslegen. Mit unserem Special Matchmaking Platoon. Oh yeah. Alter, Top Tier läuft. Wenn du jetzt neben mir sitzen würdest, würde es eine Ghetto-Faust geben. Fühl dich, okay, also lass einfach so tun. Genau. Yeah. Okay. Yeah. Wir machen weiter mit unserer Verjüngungskur unserer Kanäle. Also auch im deutschen Sprachgebrauch werden wir uns vermutlich des Öfteren jetzt an Anglizismen bedienen. Richtig, und, also da muss man dazu sagen, du überlegst ja mit einem neuen Nickname. Nicht mehr Ryokat, sondern Bitch Slapper. Nee, Ryokat. Habe ich mir überlegt, Ryokat. Ryokat. Ryokat klingt halt wirklich so ziemlich, klingt ja auch von der Aussprache her sehr hart nach Deutsch. Und ich dachte mir, jetzt könnte man da das ein bisschen verwestlichen. Absolut. Hm? Fahren wir in die Stadt oder wo willst du hin? Ja. Ja, würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Oh. Und dann gucken wir mal, wie ich das da ein bisschen mache. Wusstest du eigentlich, dass die Position B4 angeblich rausgepatcht werden soll? Die Position B4 rausgepatcht werden? Was? Genau, das ist da an dem Häuschen, da wo man dann die ganze Überfahrt schon spotten kann für die Leute auf dem Hügel, weil das ist ja wirklich ein bisschen OP, da wo die Bulldogge gerade hinfährt. Muss man aber auch sagen, es ist wirklich unausgeglichen in dem Spiel, weil das Gegnerteam, also jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, wo wir nicht gestartet sind, die haben tatsächlich die Möglichkeit, wenn man sich hier auf B4 stellt, kann man hier die ganze Überfahrt und so weiter spotten und hier. Und die Kollegen TDs, die dann auf dem Hügel stehen, hier beispielsweise, die können da richtig schön reinhaken und ziehen dann einfach schon Damage raus, ohne dass man da was gegen tun kann. Also ich muss auch ganz klar sagen, wo jetzt Andi gerade lang fährt, die gegnerische Seite finde ich ja auch stärker und spiele ich auch deutlich lieber. Ja, vor allem, weil du hier dann in dieser engen Gasse drin bist und du ziehst entweder Damage, wenn du rüberfährst. Oh, das ist jemand von. Alter. Ich muss da mal kurz rüberdüsen. Warum wir jetzt hier, warum passiert denn das Haus weg? Der Medium jetzt hier? Weiß es nicht, der war ja vorher schon da. Ich weiß aber nicht, warum er da hingefahren ist. So eine, also das ist die schlechteste Stelle für ein Medium überhaupt. Aber die anderen haben jetzt einen ganz klaren Positionsvorteil. Ich zieh mir meine HE. Gibt ja so Leute, die man dann raustreiben kann, wenn sie 5 Schaden kriegen. Die denken, genau, oh mein Gott, er hat mich durchschlagen, er hat mir 5 Schaden gemacht, ich muss hier weg. Ach wirklich, Mann, verpiss dich, Tiger 2. Ja, das ist so eine überlaufene Stelle. Also gerade, wie gesagt. Ja, ich auf dem Turm beim Tiger 2. Ich habe den A44 gerade schön einen reingesammelt, weil er perfekt losgefahren ist. Auch in Deckung. Ja, super. Ah, der T44, der Tiger 2, der steht richtig gut eigentlich. Leider ja. Aber der Tiger 2 wird gerade vom KV genervt, deswegen. Ich fahr auch mal mit vor. Yes. Natürlich. Oh, abgeprallt. Das ist ein KV-85. Ist da klar? Ja. Wo ist denn der Schuss hingeflogen jetzt gerade? Gibt's doch gar nicht. Kappa 85 kommt noch bei dir. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem IS-6. T150 kommt auch noch. Oh, K
KV85. Alter, was ist denn hier los? Was? Bleibt in den Ketten hängen? Ey, das gibt's nicht. Jeder Schuss bleibt bei mir gerade in den Ketten hängen. Ich meine, ja, ich schieß gerade auf die Ketten, aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr da hängen bleibt. Das kann ich. Den ESX vielleicht ein bisschen hier wieder nerven. Schießt du auf den ESX? Nee, ich will den KV85, würde ich gerade rausnehmen, aber. Pass auf, ich muss hier erstmal weg, weil der GW Panther auf mich schießt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So. Die sind ja auch schon hinten bei uns in der Basis. Mhm. Sauber machen und zurückfahren. KV85 schaut auf mich, du müsstest, wenn dann links rum. Ich fahr. Musst aber aufpassen, da schießt irgendwas, dass der dich da trifft. Sehr gut. Ja, ja, AT-150. Ist aber dafür offen. Ne, AT-15 ist offen. Ja. Mal zurückfahren, oder? Ja, ich werde zurückfahren, ja. Ich glaube eh nicht, dass das wird, weil auch der TD kann da in Ruhe stehen. Arti von uns ist weg. Na, ich fahr auch hinten rum dann. Ich versuche hier rauszukommen. Ich hoffe, dass ich hier rauskomme. Ja, ja. I say it, Idioten. Das ist mal ein Denglisch. Jupp. Hat das jemand geschrieben oder sagtest du das gerade? Nein, nein, I say it, Idioten, stand gerade im Chat. Achso, ja. I say it. Wir müssen hier raus! Na, hast du Cap gefahren? I say it. Idioten. Da ist er. Okay. Triffst du nicht, ne? Ich glaube nicht. Nee, der ist gerade so im Wasser unten. Komme ich gar nicht drauf. Das Problem ist, wenn man da jetzt hinfährt, dann holen die TDs ein. Der AT-15 zum Beispiel. Das war eine AT. Bullock hat mich aufgemacht. Schön. Boah, das war ein Luckshot. Der war wirklich quite lucky. Ja, wir müssen sie kommen lassen. Feuererlaubnis erteilt. Nimm den raus, bitte. Nimm den raus. Wen? Den Amix. Ja, da muss ich nachladen. Arti hat auf mich geschossen. Der Scheiße, weiß, daneben. Kaputt machen kann. Ich hab auf dich geschossen. Sorry, Digga. Ja, NP. Puh, muss weg hier. Und es war auch noch Premium geschossen. Oh Gott, oh Gott. Ja, du hast mir die Kette deswegen gezogen mit der Heat. Ich bin froh, dass es nur die Kette war, um echt zu sein. Ja, ich auch. Bin schon wieder offen. Sag mal, was geht denn hier? AT? AT-15. Reicht's mir, aber ich fahre hier in die Stadt jetzt rein. Fahr in die Stadt rein und ich versuche ihn dann von der Seite ein bisschen zu beschießen. Ja. Schießt doch mit Gold, der Typ. Also ich folge dir. Aber overpace nicht. Nee, ich bleib jetzt hier stehen. So, ich stehe jetzt sozusagen praktisch hinter dir, also wenn er jetzt rauskommt. Soll ich mal versuchen zu spotten? Nee, lass er einfach kommen. Wir müssen hier. Oh, ich bin offen. Da ist er. Da sind sie beide.
Hab ihn getrackt. Naja. Alle Mann zurück! Ach, Rheinmetall natürlich auch noch von der Seite. Ja, da hatten sie jetzt. Ach Gott, der schießt echt nur Premium, gell? Er schießt nur Premium. Der ging nicht durch seitlich. Ey. Und T150 prall ich ab. Und auch jetzt aber auch Premium alles geschossen gerade. Hm. Was macht der Tiger 2? Der macht einfach gar nichts mehr. Das war's für uns. Raus hier. Ich weiß auch nicht, wo der, was der Tiger jetzt gemacht hat. Wollt mir wohl nicht helfen. Ja, spannend. Auch sowas? Waren ja auch nur alle drei Gegner offen. Der hat halt gehofft, gedacht, dass die Arti vielleicht noch kommt. Na, jetzt verlieren sie ihn alle. Ja, es ist auch natürlich, also wirklich, wirklich doof. Also, nachvollziehen kann ich sowas nicht wirklich. Greta, help Tiger. Greta, help Tiger. Yes, Tiger. Take the biggest house out down to hide. Get to the chopper. Komm, one shot. Bam. Nein, er kettet ihn nur. Und jetzt mach ich's. Ja, ich würde sagen, abhaken, schnell in das nächste Game stürzen. Yes. War ja eigentlich doch ganz schöne Szenen in der Stadt und so dabei. Mm. Also von dem her, braucht die Laune jetzt nicht so schlecht sein, Rio. Nein, nein, meine Laune ist nicht schlecht. Alter, Bitch-Slapper. Oh, der hat aber mit Captain 3300 Schaden gemacht. Guck dir das an. Das ist eben das Traurige an der ganzen Geschichte. So, jetzt haben wir Moor. Das ist der Top-Tier. Ausgeglichene Mannschaften. Das wird's jetzt. Habe ich im Morgenurin. Das wird's jetzt. Das wird's jetzt. Das spielt eigentlich auch anfangs gar nicht so schlecht aus. Wo wollen wir hin? Wollen wir gleich rüber hier? Können wir. Uf zu Plateau oder willst du eher unten hinfahren? Und drei Artis, gell? Ja. Nee, ich würde ich würde unten entlang fahren. Okay. Ja. Da haben wir dann doch dann noch so ein bisschen. Das. Bisschen mehr The Cover. The Cover from the Artis. Si, Senor. Ja, lass einfach da richtig hart lang pacen. Wir sollten aber nicht overpacen. Wir sollten definitiv nicht overpacen, weil sonst kommt das Wack-Pimp-Monster und haut uns alle weg. Wir müssen wirklich Pay Attention wahren, um nicht früh rausgecrashed zu werden. Wisst ihr? Ja, sonst wären wir noch House-Crasher, das geht auch nicht. Oder Party-Crasher. Party-Crasher ist das Schlimmste. Die gehen gar nicht. Nee. Freund von niemandem. Aber so, let's see what we can do hier. Ding, wie heißt, was crasht man jetzt neuerdings? Beerdigungen. Melonen. Beerdigung. Ja. Ist der neue. Wieso crasht man die? Warum sollte man denn sowas tun? Hast du nicht den Film Party Crasher, oder ich weiß nicht, aber Party Crasher hieß, mit Owen Wilson und Vince Vaughn gesehen? Ach so, doch, klar. Und da haben sie dann auch irgendwann, am Schluss hat der eine gesagt, dass man Beerdigungen crashen, weil da kann man meisten Frauen klar machen. Ja, stimmt. So, den Type erstmal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ja, der wird jetzt bestimmt ziemlich traurig sein.
Oh, da hinten ist ein Tiger 2. Erstmal im Tiger 2 gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Da ist ein VK-31H. Dem hau ich da jetzt auch eine rein. Dann hau ich dir eine rein. Und links und rechts und links und rechts. Ich weiß, dass der VK-301H da noch steht. Das habe ich irgendwie im Morgenurin. Deswegen. Bäm! Nee, keine Ahnung. Der ist so gut. Aber ich wusste, ja, das ist wirklich super. Und dann hat er gedacht, ich treffe ihn nicht. Aber habe ihn nochmal. Bäm! Aber mich beim Treffen habe ich ihn nochmal getroffen. Hau den Tiger da weg. Der haut ab gerade. Sehr gut. Das ist eine. Oh, da war was. Ein Type. Der 62er. Ja. Die freche Möhre. Ich muss mich mal in Deckung begeben. Eigentlich würde ich die da hinten auf dem Plateau treffen, aber dann kam der Type. And then the Type appeared. Ich fahre mal ein Stück weiter vor, dann kann ich die da vielleicht nämlich treffen. Ja, ich würde fast an deiner Stelle so ein bisschen da hinten bleiben, also so nicht weiter zumindest viel vorfahren. Weil hatte ich nicht vor, ich wollte nur so ein bisschen gecovert hier stehen und das Plateau bedecken. Achso, ja, das ist, geht natürlich. Hierhin wollte ich quasi. Oh, das ist ein Panzer 4H. An den ich leider nicht rankomme. Gibt's doch nicht, ich hab daneben geschossen auf eine. Auf die Arti. Ah, ich auch. Die rammen sich irgendwie gerade gegenseitig. Schon wieder daneben. Mann, wo geht denn meine Kugel hin? Hä? Wo war denn das? Das hätte treffen müssen. Jetzt da. Und der unmögliche Shot trifft jetzt. Nee, doch nicht. Hm. Schade, hätte er klappen können. Und der Chito steht auf dem Plateau. Ja. Mal gucken, ich mach mal einen Blindshot. Nein! Warum fahrt er jetzt? Sag mir mal, ob ich getroffen habe. Der war schon wieder zu, leider. Recht schnell sogar. Oh, LTDB bei unserer AT. Na gut, die ist weg. Da kann ich nicht großartig was tun. Der ging voll durch ihre Panzerung. Mich mal zurückziehen und versuchen den LTTB dann. Ich werde auch gleich zur Base zurückkommen. Lang fährt. Ja, ich ziehe mich mal in Richtung Basis zu dir zurück. Ich schieße halt voll daneben, ne? Boah, schön. War auch gerade drauf geschossen, aber meiner kam. Wer hätte, glaube ich, gar nicht getroffen. Der Type fährt unten. Ja. Auf den gehe ich jetzt. Den, ja, den hole ich mir, ja. War ich nämlich ein Stück weiter vor. Und versuche auf den Centurion zu gehen. Get. Naja, Auto-Aim halt. Ach, am CAC. Der steht hinten. Oder nicht bei denen. Ne, der steht auf dem Plateau. Der AMC steht auf dem Plateau. Okay. Lol, nice. Bay hat ihn nass gemacht. Ah. Das ist die Frage. Sollen wir angreifen? Aber die sind eigentlich uns dann überlegen, gell? Ja, wir sollten nicht unbedingt angreifen. Ne, ich würde auch sagen, schöne Campingstelle. Und lasse kommen. Also ich ziehe mich mal wirklich zu unserem Punkt ganz zurück. Stell mich dann bei uns hoch. Versuch mal den Chito blind zu treffen. Irgendwo da muss der rumgammeln. Also Gott sei Dank ist die Artis auch schon mal aus dem Spiel. Mhm.
Eine schieße ich noch. Ja, ja. Bis die jetzt mal kommen. Das Spiel wird noch gefühlt eine Weile dauern, habe ich's, glaube ich mal. Ja. So. Oh. Er hat mich aufgemacht. Da ist der AMX. AC. Alle Mann zurück! AMX AC, genau. Au, oh, ich habe vom WZ eine Gold bekommen. Scheiße, das war jetzt doof, was ich jetzt vorhatte. Das war wirklich nicht so klug. Versucht jetzt zu helfen, ich fahr von hinten an ihn ran. Der schaut nur auf mich. Ja. Folgt mir auch. Warte, ich bin gleich von ihm dran. Gott, jetzt Löwe. Ja, die hocken da jetzt hinten. Kriegst du den noch hin? Nee. Nee. Ah, war schlecht, war ganz schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die beide so rumkommen, sorry. Hey. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich da beide langfahren. Mach dich unsterblich. Oh lol. Wenn ich hier hinfahre, ist egal wie ich fahre, die können auf jeden Fall meine Downer Plate sehen. Das ist ein Problemchen. Ich würde sie hochkommen lassen, versuchen dann zu cappen. Ich soll cappen? Nein, das ketten. Wenn einer hochkommt. Ja. Ich glaube, der WZ kommt vorher erst hoch. Der ist schneller. Kuschel mit dem Löwen, kuschel mit dem Löwen. Mach ich. Also, oh, er rammt mich, was? Scheiße. Nie im Leben. Nie im Leben. Schade. Nee, war mein Fehler. Ich wollte eigentlich an die Seite von dem ranfahren, habe aber gemerkt, ich kam gar nicht so ran, dass er nicht weiter drehen kann und dann war es auch schon zu spät. Ah, er rammt mich halt. Nie im Leben, dass er mir da so einen Rammschaden zieht. So schnell waren wir gar nicht. Lag bestimmt, weil er so ein bisschen höher stand. Gut deswegen möglich, konnte er das machen. Na gut, das war es aber auch schon wieder von dieser Runde. Leider zwei Losses gewesen, aber ich denke zwei relativ interessante Spiele. Ja, denke auch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.